30. Wie gesagt, ein 12-Zylinder V-Motor, 860 PS stark. Maximales Abfluggewicht 2,4 Tonnen, Leergewicht 1,9 Tonnen. Erreicht diese Maschine eine Spitzengeschwindigkeit von 485 km/h. Und hier wunderschön jetzt für Ihre Fotos vorgeflogen, Daniel Kobli. Zeit auf dem Stand der Technik, wie 1938 Flugzeuge bereits konstruiert wurden. Aufgrund der doch vergleichsweise geringen Leistung gegen die B-109 unterlegen, aber die französischen Piloten waren damals so erreicht, dass sie doch einige Siege mit dem eher schwächer motorisierten Flugzeug gegen die deutsche Luftwaffe erfliegen konnten. Die extreme Wendigkeit haben sie bereits gesehen. Also die Rollrate und die Längsachse ist beeindruckend schnell. Zur deutschen Luftwaffe B-262 und die Messerschmitt B-109 G4, geflogen von Klaus Blaser. Ja, in der B-262 sitzt Gerry Krähenbühl und die zwei werden so circa in einer Stunde dann hier über dem Flugfeld erscheinen. Das ist mal ein Applaus wert, würde ich sagen. Vielen Dank an das Team um Hans Buskeiler. Vielen Dank an alle Fliegergruppen hier in der Hörnweide, die es ermöglicht haben, diese Veranstaltung in so ein Klaus Lehnhardt bitte zum C-Container. Da will ich jemand interviewen. Klaus Lehnhardt bitte zum C-Container. Und nochmal von Osten her kommt Daniel Kobe mit der Morane Saulnier 406 mit dem Schweizer Lizenznachbau D3801. Spannweite 10,60 Meter, Länge 8,15 Meter und die Höhe über alles 2,80 Meter.